Ja, einmal durch die schöne Wetterau. Wenn man hier im Auto durchfährt, sieht es ganz harmlos aus. Aber mit dem Fahrrad merkt man doch, dass es schon ganz schön hügelig ist. Aber es ist jetzt so 10:30 und ich bin gut unterwegs. Und da am Horizont, ich weiß nicht, kann man die Kraftwerkstürme sehen? Das sieht ganz nah aus, aber da bin ich gestern Mittag losgefahren. Das ist das Staudinger Kraftwerk am Main in Großkotzenburg. In Markhövel. Sonntag früh, nichts los. Aber auch ein schöner alter Ort mit Fachwerkhäusern, alten Hofreiten, Türme, Tore, alles da. Nur das Schild vom Limes-Radweg habe ich noch nicht gefunden. So, hier sehe ich zwar, wo die Limesstraße weitergeht, aber vom Radweg ist kein Wort. Naja gut, im Notfall fahren wir halt die Straße entlang. Was soll's? Hier in Markhövel hat die Hohe Straße bzw. Anzand Via den Limes gekreuzt. Deshalb war hier auch ein Kastell und Grenzkontrollen. So. Nach ein bisschen gekreuzt durch Markhöbel habe ich den Limes Radweg wieder gefunden. Dann wollen wir mal schauen. Es geht hier einfach durch den Wald. Aber man muss halt an jeder Ecke gucken, bist du richtig oder bist du nicht richtig. Jetzt habe ich das Gefühl, diese weiß markierten Bäume, die sehe ich schon seit Kotzenburg immer wieder am Weg. Sind das eventuell auch Wegweiser, dass man immer nur die weißen Bäume lang fährt? Naja, egal. Schön in der Natur im Frühling. Ein römischer Wachturm, so wie man sich das vorgestellt hat, dass er hätte ausgesehen können. Nur diese äußere Wendeltreppe hatten die Römer garantiert nicht. Aber ich glaube, auf meiner Tour werde ich noch mehr solche Türme sehen. Und hier ist der Wald tatsächlich noch zu sehen, mit leichtem Graben davor. Lauter Säulen aufgestellt, mit Namen von germanischen Stämmen drauf. Zu wem hätten wir hier wohl gehört? Und einmal durch Altenstadt. Natürlich nicht die Hauptstraße, aber ich bin auf dem Limesradweg. Man denkt ja, die Wetterau wäre flach, aber irgendwann jagt es einem doch immer wieder über den Berg. Zumindest hier in der östlichen Wetterau. Das sind ja schon die Ausläufer vom Vogelsberg. Schieb mir weiter den Berg hoch. Ich weiß ja nicht, wo ich mich verfahren habe. Aber ich würde mal sagen, nach dem letzten Berg bin ich wieder auf der richtigen Strecke. Na Prost! Ob
ob ich das heute noch schaffe bis Hungen oder bleibe ich in Eschzell. Das sehen wir erstmal. So, und jetzt bin ich hier in Eschzell im Landhotel Solmser Hof untergekommen. Eigentlich wollte ich ja weiterfahren bis Hungen, aber da ging im Hotel keiner ans Telefon. Habe ich gedacht, bevor du denn da sitzt und weißt nicht mehr weiter und wohin, dann landest du halt etwas vorher. Der Ausblick nach hinten ist auch schön mit den blühenden Bäumen und den Fachwerkhäusern. Restauration gibt es hier nicht. Aber dann geht's nachher zum Griechen. Ist auch gut. Bis zum nächsten Mal dann.